Hi und herzlich willkommen zu Prince of Persia. Herzlich willkommen zurück. Das Spiel ist ja irgendwie abgeschmiert beim Kampf gegen den Dahaka, sage ich jetzt mal. Also, das ist jetzt eh schon spoilerfrei, das Ganze hier so ein bisschen. Wir verfolgen jetzt Kailina in die Gegenwart und wollen sie natürlich töten. Der Dahaka funkt dazwischen. Also, wir wollen sie nicht töten, sondern wir wollen ihr Schicksal verändern. Der Dahaka funkt dazwischen und wir dürfen gegen den kämpfen. Sinnvollerweise werde ich jetzt gleich nochmal hier abspeichern, damit ich nicht noch einmal das hier machen muss. Es könnte passieren, wie gesagt, das Schwert kann ich nicht verwenden, das. Aber es könnte halt passieren, dass das jetzt noch ein bisschen länger dauert oder dass es gar nicht mehr funktioniert. Dass der Spielstand komplett verbuggt ist. Das hoffe ich natürlich nicht. Aber ja. So, wie gesagt, das Schwert. Ja, das kann ich einfach nicht mitnehmen. Das ist einfach. Es mitzunehmen ist einfach bescheuert, weil es halt einfach Leben zieht. Deswegen weg damit. So, hier mit dem normalen Schwerti. Und los geht's. Weiß, was ihr und ein bisschen vorspulen. Glaubt, im Buch der Hallo? Zeit gesehen zu haben. Dann wisst ihr, dass ich oder keine Wahl nicht. Habe. Es gibt immer eine Wahl, Kailina. Dann wähle ich das Leben und ihr bekommt den Tod. Geht! Ich will euch nicht töten. Auch wenn ihr nicht wollt, ihr werdet mich töten. Das Buch der Zeit verlangt es. Nein, Kailina. Ihr könnt euer Schicksal ändern. Ich habe es getan. Eine schreckliche Bestie wollte mir das Leben nehmen. Doch ich habe gesiegt und... Was ist das? Nein! Ist das möglich? Ich habe verhindert, dass Kailina in der Vergangenheit stirbt. Es ist kein Sand in der Sanduhr. Es ist Kailina, die nicht in dieses Buch der Zeit gehört. Die Bestie ist nun hinter ihr. Ich habe sie hergebracht. Und dann zum Tode verurteilt. Das ist alles deine Schuld! Ist das möglich? Dieses Schwert scheint mich vor dem Dahaka zu schützen. Vielleicht ist dieses Biest doch nicht so unbesiegbar. Alter. Ich kann. Ich kann nicht. Ich kann dem einfach nicht ausweichen. Das ist unglaublich. Ich dem so gar nicht ausweichen kann. Das, diese Tentakel. Das ist so verflucht schnell. Das macht so dermaßen viel Damage. Und das auch, das ist genauso schlimm. Ich probiere das jetzt. Ja, okay, dem... Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ich kann dir nicht ausweichen. Muss ich hier was Besonderes machen eigentlich? Kriegt er, warum hat der auf einmal so verdammt viel Leben? Das verstehe ich nicht. Das. Ich kann dem. Ich. Es.
Es ist nicht möglich, diesen Tentakeln auszuweichen. Es geht einfach nicht. Ich kann den nicht ausweichen. Es ist nicht möglich. Ich kann ihm einfach nicht ausweichen. Er ist so schnell. Er ist viel zu schnell. Also bekommt das einen unerklärlichen Grund, diese Punkte. Ich will das nicht sehen. Er bekommt so viel Leben zurück und ich weiß nicht warum. Ich weiß einfach nicht warum. Ich weiß nicht, ob ich ihn da töten muss, wenn er an der... Das... Doch wenn du es nicht machen magst, ja auf die Wälder. Hallo. Drei, vier. Das klappt ja eh ganz gut eigentlich. Ah, shit. Daneben. Ich verbrauche immer so viel Zeit. Okay, jetzt... Schießt den Kalina wieder weg. Bams! Bam! Alter, Alter! Kann ich ihn töten noch? Er ist tot. Er ist tot. Nein. Mm-mm. Ich kann ihn kennen. Hallo? Warum denn? Er war tot! Alter, diese bescheuerten Dinger zipfen mich so an. Er war doch tot! Ich habe ihn getötet! Er war tot! Ich weiß nicht mehr, wie man den besiegt. War da eine spezielle Taktik oder muss man ihn einfach nur besiegen? Das. Ich warte jetzt mal. Achso, das bringt eh nichts, das Warten, glaube ich. Ich verstehe es nicht. Vielleicht nicht alle Kugeln einsammeln wäre praktisch. Wäre sinnvoll. Die regenerieren zwar, aber trotzdem. Bisschen schneller. Ich kann auch den Tentakel nicht ausweichen. Ich kann. Doch, ich kann im Kreis laufen, das hilft eigentlich. Ich weiß echt nicht, wie man den besiegt. Hat mich schon wieder getroffen, das... Richtig sexy. Schau, da kommst du an. Da kommt er mit seinen bescheuerten Tentakeln und latzt dir voll ins Gesicht. Und ist schon wieder. Ich,
verstehe das nicht. Kalina betatscht ihn zwar. Problem ist, er ist so ein bisschen ich kann ihn derzeit, wo es alles so grau ist, kann ich ihn nicht bekämpfen. Ja, aber ich kann auch nicht zu ihm hin. Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll. Oh, ernsthaft. Ich glaube, er muss dreimal unten hängen. Soweit ich mich dann noch erinnern kann, muss er dreimal unten hängen, dann ist er tot. Aber... ja. Aber ja, das trifft's am besten. Scheiße. Ich habe einen Timer vergessen. Was ist? Es ist unglaublich. Was ist diese Tentakel? Diese verdammte Range von den Typen. Das... Ich kann dem einfach nicht ausweichen. So, jetzt trifft ihn wieder Kalina. Kurz eine Kugel ein und Nuts halt voll auf ihn drauf. Ja, eine Kugel wär noch geil, wenn ich eine hätte. Okay, haben mich jetzt getroffen, ich konnte aber ausweichen noch. Komm her. Du bist nicht so stark, wie du denkst. Ich meine, vielleicht doch, aber... aber das war meine letzte Kugel. Ah ja, okay, perfekt. Kalina ist wieder unten, also hat ihn wieder runtergeschossen. Okay, ich hätte eine Kugel, das macht aber nichts. Jawohl, sehr geil.
Gemeinsam bauen wir dieses Schiff. Gemeinsam verlassen wir die Insel. Und gemeinsam kehren wir nach Babylon zurück. So, Prince of Persia, Warrior Within, das war Prince of Persia, der Warrior Within. Warrior Within ohne der davor. Ja, Kernteam, auszuführender Produzent, Yannis Mallet, Produktion, Bertrand Helias und so weiter und so fort. Ja, das war Prince of Persia, der zweite Teil. Das war das, ich weiß nicht, ob das das positive Ende ist oder das andere Ende. Ich weiß auch nicht, ob sich die Videosequenz ob sich das gar nicht unterscheidet oder ob das sich nur unterscheidet am Kampf. Weil die normale Variante ist halt, dass man Kalina tötet oder gegen die kämpft halt. Ob man sie tötet, weiß ich nicht. Und ja, also auf mich wartet jetzt noch ein bisschen was an Prince of Persia. Ich hoffe, dass das Lied im Hintergrund jetzt keine Probleme macht mit YouTube und so, aber was soll's, ist ja auch egal. Also falls hier extrem viel Werbung drin ist, kommt nicht von mir. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich werde jetzt dann demnächst den dritten Teil gleich... Also die Musikteile sind echt geil, aber ich werde jetzt demnächst dann auch wahrscheinlich gleich den dritten Teil jetzt playen, damit ich alles so habe, wie es sein soll. Den einen Prince of Persia Teil und den Prince of Persia 4 unter Anführungszeichen und Prince of Persia der Sand der Zeit. Oder ich weiß nicht, wie der heißt. Das heißt nicht der Sand der Zeit, das wäre der erste. Prince of Persia und... Ich habe keine Ahnung, der letzte, was da rauskam, keine Ahnung. Den werde ich jetzt mal vorerst nicht let's playen. Ich dachte mir nur mal, ich werde jetzt mal das die Trilogie da mal let's playen, die es gibt. Und ja, man sieht hier auch, David Nathan hat den Prinz gesprochen, Judith Brandt, die Kalina. Der David Nathan ist, glaube ich, auch der deutsche Synchronsprecher von Johnny Depp. Ich wünsche euch jetzt noch viel, viel Spaß mit den Crates. Die laufen jetzt so ein bisschen und ich werde dann einfach in der nächsten Folge, da werde ich eine eigene Folge draus machen, gibt es dann den Schlusskampf. Ohne das Wasserschwert. Aber wie gesagt, ich muss da jetzt erstmal hinspielen. Ich muss jetzt mal auf dieses Wasserschwert hinspielen. Und ich hoffe innigst, dass ich nicht unabsichtlich das Wasserschwert irgendwann aufnehme und dann das Ganze nochmal spielen muss. Aber das werden wir dann... Oder ihr werdet es dann zum Schluss dann eh noch erfahren. Wie gesagt, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel, viel Spaß bei den Crates. Also da kommt jetzt... hier nichts mehr von meiner Seite aus. Vielleicht kommt nach den Crates noch eine Szene. Aber normalerweise nicht, ja. Zum Schluss hat man jetzt noch einen dunklen Prinzen eigentlich
eigentlich war, also bevor ich jetzt mich wirklich verabschiede, zum Schluss hat man doch einen dunklen Prinzen gesehen. Zumindest von der Stimme her war es der gleiche. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Prinz war. Ich könnte jetzt vorgreifen in den dritten Teil, aber das mache ich jetzt an der Stelle nicht. Das Einzige, was ich eigentlich sagen kann oder was man sich vielleicht denken kann, ist, dass diese Maske und das Töten des Darkers dazu geführt hat, dass der Prinz eine gespaltene Persönlichkeit hat. Dieses häufige Zeitwechseln, dieses häufige in die Zeitlinie eingreifen, ja. Man sieht ja auch in vielen. Oh! Ich kann dann gleich weiterreden, es ist nämlich gleich aus hier anscheinend. Schauen wir, vielleicht kommt was, ich weiß es ja nicht. Wir werden es gleich herausfinden, vielleicht kommt auch nur das Ding, da kann ich schnell ein paar Artworks herzeigen. Wobei, das kann ich auch im nächsten Teil, also das kann ich auch dann zum Schluss machen. Ubisoft! Ja, das kann ich auch zum Schluss eigentlich machen, wenn ich ehrlich bin. Komm, geh weg. Wollt ihr speichern? Ja. Keine Ahnung, warum man Schluss abspeichern möchte, aber bitte. So, das war's. Also, was ich mir denke, was ich mir bei Prince of Persia denke, bei dem, was ich mir bei dem ersten, also bei dem grundsätzlich denken kann, bei dem Teil ist einfach nur, dass dieses, man sieht ja auch in vielen Filmen, also das häufige Zeitwechsel und alles, in vielen Filmen, auch in The Flash wird das oft sehr nett behandelt, dass jede kleinste Änderung der Zeitlinie ein grobes Ausmaß nehmen kann, ja. Vielleicht kennt jemand diese Theorie, ein Schmetterling auf der einen Seite der Welt kann mit seinem Flügelschlag einen Tornado auf der anderen Seite der Welt erzeugen. Ja, die Chaos-Theorie halt. Ich glaube, Chaos-Theorie ist glaube ich, das Richtige. Auf jeden Fall, ich glaube, dass durch dieses viele Zeitwechsel, durch das Benutzen der Maske, durch das sich selbst töten lassen, also den anderen Prinzen töten lassen, das heißt, die Vermischung des mit dem Dahaka, das Töten des Dahakas, einfach dazu geführt hat, dass sich der Prinz zweimal entwickelt hat. Und da sich der Prinz, und das finde ich ganz witzig, dass sich der Prinz so oft in der Zeit hin und her bewegt hat, kann es sein, dass er in einer Zeit ist, wo es den Prinzen gibt, aber der böse ist. Auch in Kombination jetzt, wo er die Kailina mitgenommen hat. So in der Richtung. Ja, die Artworks zeige ich euch jetzt dann gleich in der nächsten Folge. Das heißt, jetzt kommt dann gar nichts mehr. Jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge, wo ich euch die Artworks zeige, die ich bis jetzt gesammelt habe. Und dann geht's eigentlich dann auch schon dort auf jeden Fall. Ich werde euch nicht die Artworks zeigen, ich werde euch einfach gleich das Dings zeigen und ja. Also, ciao bis dann und viel Spaß. Baba.